von magischen Katzen bis hin zu monströsen schwarzen Löchern, einem Multiversum und einer unglaublichen Realität. Hier ist dein Quantenmechanik-Guide für unterwegs. Die Quantenphysik ist der Bereich der Physik, der sich mit dem Verhalten und der Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst. In der Größenordnung von Molekülen und viel kleiner liefern experimentelle Messungen Ergebnisse, die der klassischen Physik widersprechen. Insbesondere sind bestimmte Größen quantisiert. Das heißt, sie treten nur in bestimmten Portionen auf, den sogenannten Quanten. Außerdem ist keine sinnvolle Unterscheidung zwischen Teilchen und Wellen möglich, da das gleiche Objekt sich je nach Art der Untersuchung entweder als Welle oder Teilchen verhält. Dies bezeichnet man als Welle-Teilchen-Dualismus. Die Theorien der Quantenphysik suchen Erklärungen für diese Phänomene, um unter anderem die Vorhersage von Messergebnissen auf Kleinlängen und Masseskalen zu ermöglichen. Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede zwischen der Quantenphysik und der klassischen Physik in mikroskopisch Kleinem, zum Beispiel Aufbau der Atome und Moleküle oder in besonders reinen Systemen, zum Beispiel Supraleitungen oder Laserstrahlung. Aber auch ganz alltägliche Dinge wie die chemischen oder physikalischen Eigenschaften verschiedener Stoffe, Farbe, Ferromagnetismus oder elektrische Leitfähigkeit und so weiter lassen sich nur durch quantenphysikalische Effekte verstehen. Die theoretische Quantenphysik umfasst die Quantenmechanik und die Quantenfeldtheorie. Ersteres beschreibt das Verhalten von Quantenobjekten unter dem Einfluss von Feldern. Letztere behandelt zusätzlich die Felder als Quantenobjekte. Die Vorhersagen beider Theorien stimmen außerordentlich gut mit den Ergebnissen von Experimenten überein. J.J. Thomson erhielt 1906 den Nobelpreis für seine Entdeckung, dass Elektronen Teilchen sind. Sein Sohn hingegen, George Thomson, erhielt 1937 den Nobelpreis für den Nachweis, dass Elektronen Wellen sind. Wer hatte recht? Die Antwort ist beide. Dieser sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus ist ein Eckpfeiler der Quantenphysik. Sie gilt sowohl für Licht als auch für Elektronen. Denn manchmal lohnt es sich, sich Licht als elektromagnetische Welle vorzustellen. Aber manchmal ist es sinnvoller, es sich in Form von Teilchen, den sogenannten Photonen, vorzustellen. Und beides stimmt. Ein Teleskop kann Lichtwellen von Fernsternen fokussieren und fungiert auch als riesiger Lichteimer zum Sammeln von Photonen. Es bedeutet aber auch, dass Licht Druck ausüben kann, wenn Photonen auf ein Objekt treffen. Dies ist etwas, das wir bereits verwenden, um Raumschiffe mit Sonnensegeln anzutreiben, und es könnte möglicherweise genutzt werden, um einen gefährlichen Asteroiden aus einem Kollisionskurs mit der Erde zu manövrieren. Doch Teilchen können sich auch wie Wellen verhalten, indem sie in einer Ansammlung an Wahrscheinlichkeiten verteilt in einer Welle auftauchen. Eine Messung der Welle führt zu einem Kollaps der Welle und ein Teilchen wird real. Diese Welle-Teilchen-Dualität ist ein Beispiel für Superposition, was nicht mehr bedeutet, dass ein Quantenobjekt in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren kann. Ein Elektron zum Beispiel ist gleichzeitig hier und dort. Es befindet sich in einer Unsicherheit. Erst wenn es gemessen wird, entscheidet es sich für eine Position, für ein Hier oder ein Dort. Dadurch dreht sich in der Quantenphysik alles um Wahrscheinlichkeiten. Wir können sagen, in welchem Zustand sich ein Objekt wahrscheinlich befindet. Und festgestellt wird das erst, wenn eine Messung vorgenommen wird. Und vorher sind es nur Wahrscheinlichkeiten. Denn diese Wahrscheinlichkeiten sind in einer mathematischen Einheit zusammengefasst, die als Wellenfunktion bezeichnet wird. Eine Beobachtung oder Messung kollabiert die Wellenfunktion sofort. Die Beobachtung erzwingt diesen Kollaps in der Welle und erzwingt damit eine der vielen möglichen Zustände eines Objekts. Dies ist die Grundidee von der berühmten Schrödingers Katze. Allerdings nur eine Grundidee, denn das Gedankenexperiment über das Schicksal einer Katze in einer Kiste führt zu so viel mehr als nur dem Tod oder dem Leben einer Katze. Denn es führt zu die Idee, dass Beobachtung die Wellenfunktion zusammenbrechen lässt und eine Quantenwahl erzwungen wird, ist als die Kopenhagener Interpretation der Quantenphysik bekannt.
Es ist jedoch nicht die einzige Option, die wir haben. Hier kommt nämlich die Viele-Welten-Interpretation ins Spiel. Diese Theorie besagt, dass es überhaupt keine Wahl gibt. Stattdessen zerfällt die Realität in dem Moment, in dem die Messung vorgenommen wird. In zwei Kopien ihrer selbst. Eine, in der wir Ergebnis A erfahren. Und eine andere, in der wir sehen, wie sich Ergebnis B entfaltet. Es umgeht das heikle Problem, dass man einen Beobachter braucht, um Dinge geschehen zu lassen. Stattdessen gibt es für ein Quantenteilchen nur eine sehr seltsame Realität, die aus vielen verworrenen Linien besteht. Wenn wir zu den größeren Maßstäben heranzoomen, die wir täglich erleben, entwirren sich diese Linien in die verschiedenen Realitäten der Viele-Welten-Theorie. Physiker nennen diesen Vorgang Dekohärenz. Der dänische Physiker Niels Bohr zeigte uns, dass auch die Bahnen von Elektronen im Inneren von Atomen quantisiert sind. Sie kommen in vorgegebenen Größen, die als Energieniveaus bezeichnet werden. Wenn ein Elektron von einem höheren Energieniveau auf ein niedriges Energieniveau fällt, spuckt es ein Photon mit einer Energie gleich der Größe der Lücke aus. Ebenso kann ein Elektron ein Lichtteilchen absorbieren und seine Energie nutzen, um auf ein höheres Energieniveau zu springen. Astronomen nutzen diesen Effekt ständig. Wir wissen, woraus Sterne bestehen, denn wenn wir ihr Licht in einen regenbogenähnlichen Spektrum aufteilen, sehen wir fehlende Farbe. Verschiedene chemische Elemente haben unterschiedliche Energieniveauabstände, so dass wir Bestandteile der Sonne und andere Sterne aus den genauen Farben, die fehlen, herausarbeiten können. Oh Mann, Harry Potter kann vieles. Vieles, was wir nicht können, auch durch Mauern gehen, um zum gleichen 9¾ zu gelangen, wo der Zug zu Hogwarts auf ihn wartet. Und was im wirklichen Leben total unmöglich ist, gehört in der Welt der Quantenphysik zur Normalität. Teilchen wie etwa Elektronen können eigentlich unüberwindbare Energiebarrieren durchdringen. Und jetzt aufpassen. Die quantenmechanische Betrachtungsweise geht von der Schrödinger-Gleichung aus, eine Differentialgleichung für die Wellenfunktion, die angibt, wo sich ein Teilchen aufhalten kann. Das haben wir bereits geklärt. Diese Wellenfunktion ist auch im verbotenen Bereich, also innerhalb oder jenseits einer sehr hohen Barriere, nirgends gleich Null, sondern klingt dort mit zunehmender Eindringtiefe exponentiell ab. Aber auch am Ende des verbotenen Bereichs ist ihr Wert niemals Null. Dieser Tunneleffekt spielt eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel etwa beim radioaktiven Zerfall. Im Inneren eines Atomkerns sind die Protonen und Neutronen durch ein starkes Feld aneinander gebunden, das sie mit einer Energiebarriere einschließt. Nach der klassischen Physik könnten die Teilchen den Energiewall nicht überwinden und aus dem Kern verschwinden. Nach den Gesetzen der Quantenphysik allerdings besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eines der Teilchen den Wall durchdringen kann. Befindet es sich außerhalb der Barriere, verlässt es den Kern, der damit radioaktiv zerfallen ist. Stellen wir uns Protonen als Teilchen vor und sie kollidieren einfach mit der Wand und bewegen sich auseinander. Keine Fusion, kein Licht. Betrachten wir sie jedoch als Wellen, wird die Geschichte verändert. Wenn der Wellenkamm die Wand erreicht, also die Erhöhung, ist die Vorderkante der Welle bereits durchgekommen. Die Höhe der Welle gibt an, wo sich das Proton am wahrscheinlichsten befindet. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass es dort ist, wo der führende Wellenanfang ist, es ist durchaus wahrscheinlich, dass es sich im Moment der Messung auch dort befindet. Und schon sind wir auf der anderen Seite der Mauer und bereit für unseren Zug nach Hogwarts. Durch die Kernfusion bildet sich in massereichen Sternen ein Eisenkern, der keine weitere Energie durch Fusion freisetzen kann. Dieser Kern ist von Schalen aus Silizium und anderen Elementen umgeben. Durch das Ende der Fusion im Zentrum des Sterns und damit der Energiefreisetzung kann der Kern der Eigengravitation des Sterns keinen Widerstand durch den Strahlungsdruck mehr entgegensetzen. Das Sterninnere kollabiert innerhalb weniger Millisekunden zu einem kompakten Objekt. In Abhängigkeit von der Masse, also wie massereich das Objekt war, welches kollabiert ist, ist das Resultat des Gravitationskollaps ein Neutronenstern oder ein Quarkstern oder ein schwarzes Loch. Schließlich kommt eine Regel der Quantenphysik namens Pauli-Ausschlussprinzip ins Spiel. Ein physikalisches Gesetz, welches sich in der Quantenphysik auswirkt. Es besagt, dass es für bestimmte Arten von Teilchen wie Elektronen verboten ist,
im gleichen Quantenzustand zu existieren. In der modernen Formulierung besagt das Pauli-Prinzip, dass die Wellenfunktion eines Quantensystems in Bezug auf Vertauschung von identischen Fermionen antisymmetrisch ist. Da die Schwerkraft genau das versucht, stößt sie auf einen Widerstand, den man den Entartungsdruck nennt. Die Materie wird zu degenerierten Materie. Ein Zustand, der aufgrund quantenmechanischer Effekte sich nicht an die Regeln der Physik hält. Dies tritt im Allgemeinen bei sehr großer Dichte oder sehr niedrigen Temperaturen ein. An diesem Punkt hört der Kollaps auf und ein neues, ungefähr erdgroßes Objekt namens Weißer Zwerg wird geboren. Dieser Entartungsdruck kann jedoch nur begrenzt Widerstand leisten. Wenn ein Weißer Zwerg wächst und sich einer Masse von 1,4 Sonnen nähert, löst er eine Fusionswelle aus, die ihn in Stücke sprengt. Eine Explosion, die bekannt ist als Supernova. Im Gegensatz zur klassischen Physik ist in der Quantenelektrodynamik und anderen Quantenfeldtheorien das Vakuum kein leeres Nichts, sondern erlaubt vielmehr Vakuumfluktuationen. Das Quantenvakuum ist die Betrachtung des Vakuums unter der Berücksichtigung des Unschärfeprinzips. Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass es unmöglich ist, zwei Eigenschaften eines Systems gleichzeitig perfekt zu kennen. Je genauer wir die eine Eigenschaft kennen, desto weniger genau kennen wir die andere. Dies gilt für Impuls und Position und getrennt für Energie und Zeit. Die Unschärfe bedeutet hier, dass sogar im absolut perfekten Vakuum ein ständiger Prozess des Entstehens und sich Aufhebens gegensätzlicher Teilchen besteht. Das Besondere an dieser Unschärfe ist, dass statt des Nichts ein Zustand existiert, der zu einem anderen Zeitpunkt wieder gegenteilig bestehen kann. Die gegensätzlichen Teilchen bei diesem Prozess heißen virtuelle Teilchen. Diese Teilchen sind nicht reell und damit nicht beobachtbar. Sie vernichten sich fortwährend gegenseitig, da sie gegensätzlich sind. Allerdings haben sie eine Wirkung. Sie beeinflussen das Energieniveau von Atomen. Derartige Vakuumfluktuationen existieren auch in der unmittelbaren Nähe des Schwarzen Lochs oder besser gesagt dem Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs. Fällt ein Teilchen oder Antiteilchen in das Schwarze Loch, so werden die beiden Partner durch den Ereignishorizont getrennt. Der in das Schwarze Loch fallende Partner trägt negative Energie, während der zweite Partner, der als reales Teilchen oder Antiteilchen in den freien Raum entkommt, positive Energie trägt. Denn nach der Einsteinschen Gleichung E gleich mc im Quadrat ist die Energie proportional zur Masse. Fließt negative Energie in das Schwarze Loch, verringert sich infolgedessen seine Masse. Diejenigen Teilchen oder Antiteilchen, die dem Schwarzen Loch entkommen, bilden die Hawking-Strahlung. Unsere beste Theorie zur Entstehung des Universums ist der Urknall. In den 80er Jahren wurde sie jedoch modifiziert, um eine andere Theorie namens Inflation einzubeziehen. Im ersten Billionstel eines Billionstels einer Billionstelsekunde bläht sich der Kosmos von der Größe, kleiner als ein Atom, auf etwa die Größe eines Apfels auf. Um das Verständliche auszudrücken, das Aufblasen eines roten Blutkörperchens um den gleichen Betrag wie die soeben erwähnte Größe würde es größer machen als das heutige beobachtbare Universum, was ungefähr einem Durchmesser von 92 Milliarden Jahren entspricht. Einstein nannte es damals spukhafte Fernwirkung. Wir bezeichnen es heutzutage natürlich als Quantenverschränkung. Und von Verschränkungen spricht man in der Quantenphysik, wenn ein zusammengesetztes physikalisches System, zum Beispiel ein System mit mehreren Teilchen als Ganzes betrachtet, einen wohldefinierten Zustand einnimmt, ohne dass man auch jedem der Teilsysteme einen eigenen wohldefinierten Zustand zuordnen kann oder muss. Oder um es ein wenig verständlicher auszudrücken, als Quantenverschränkung bezeichnet man das Phänomen, dass zwei räumlich voneinander getrennte Teilchen Informationen über ihre Eigenschaften ohne Zeitverzögerung austauschen können. Dies widerspricht natürlich allen Gesetzen der klassischen Physik. Das Pauli-Ausschlussprinzip besagt, dass sie nicht beide im selben Zustand sein können. Wenn wir eines ändern, ändert sich auch das andere sofort, um dies zu kompensieren. Dies geschieht selbst dann, wenn wir die beiden Teilchen auf die gegenüberliegenden Seiten des Universums positionieren.
Und ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen. Falls ihr also mal in der Bredouille seid und euer Wissen über die Quantenmechanik rausholen müsst, dann bitte zu dem Video hier greifen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, bitte einmal Daumen nach oben geben und teilt es mit euren Freunden oder Kollegen. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen und abonniert den Kanal, um keines der Videos mehr zu verpassen. Ich sehe euch alle in der nächsten Episode der Entropy.